Ja, herzlich willkommen zu Part 23. Und zwar, hier ist das nächste Gebäude, was wir renovieren können. Und ja, ich würde sagen, für 1000, klar, Schnäppchen, wir kriegen ja Geld immerhin dafür. Renovieren wir das Gebäude mal. Schick, schick. So, jetzt gucken wir mal hier. Läuft auch gut die Bude. Guten Tag, mein Herr. Wir können wieder gucken. Nach verschiedenen Missionen. In jedem Stockwerk gibt es meistens irgendwas zu machen. Hier ist das Clubprofil. Da haben wir hinten den Charakter anpassen. Dann gucken wir mal noch eins höher. Hier müsste noch eine Mission sein. Ja, hier ist eine Mission. Für 8000. 800. Und hier haben wir noch was. Auch nur 800. Mal gucken. Hier haben wir auch noch was. Für 700. Ja, aber ich mache einen kurzen Cut, weil ich zur nächsten Mission renne. Und die ganzen Nebenmissionen, die heben wir uns auf. Wenn wir die Mission durch haben, dann haben wir noch genug Zeit, um alles zu erkunden. Und ja, ich würde sagen, wir rocken erstmal die Mission durch. Also bis gleich. So, da hinten sehen wir schon unser Zielpunkt. Die Nachbesprechung beim Rat. Schwierigkeitsstufe 1, das kann ja nicht viel sein. Stummer. Sieb's Mega, will mich schon zwei begleiten. Was in Gottes Namen ist heute bitte am Place de la Revolution geschehen? Germain war dort. Und ich kenne nun seinen Plan. Ihr müsst... Solltet ihr diese Ermittlungen nicht anderen überlassen? Ja, aber hört doch! Ja, aber hört doch! So wenig achtet ihr die Bruderschaft? Ich hab's gewusst. Ich sagte Mirabeau, dass ihr zu tief in eure persönlichen Fäden verstrickt seid. Darum trat ich doch der Bruderschaft bei. Ja, nicht weil ihr unsere Ideale teilt oder euch berufen fühltet. Aus Rache. Wiedergutmachung. Nehmt es, wie ihr wollt. Ihr habt euch den Befehlen des Rats wiederholt widersetzt. Ziele ohne Billigung verfolgt. Und mit jedem Schritt unser Credo missachtet. Meisterin Trenet? Angesichts dieser Fakten bleibt mir leider keine andere Wahl, als über euren Ausschluss abstimmen zu lassen. Meister Bellier? Dafür. Was wollt ihr? Meister Kemal? Dafür. Oh, mies. Arnaud Dorian, der Rat hat entschieden. Euer Rang und Titel werden euch genommen und ich verstoße euch hiermit aus der Bruderschaft von Paris. Das kann nicht euer Ernst sein. Hört mich an, ich weiß, was Germain am Schilde führt. Ich kann ihn aufhalten. Die Entscheidung dieses Rats ist endgültig. Wir erlauben euch zu gehen. Wie gnädig. Da schmeißen die mich einfach raus. Was wollt ihr Hampelmänner denn? Liebe und Pflichten, Trophäe erhalten. Ja, da haben die mich eiskalt mal da rausgeschmissen. Hatten jetzt zur Flasche gegriffen oder was? Bart hat er auch schon gut gekriegt. Sag ich doch, zur Flasche gegriffen. Verdammt. Hat ihn jetzt ausgeraubt? Nein, nein. Nein. Wo ist sie? Garçon, war das letzte Nacht?
Hangover. Zwölf Stunden zuvor. Cool gemacht auf jeden Fall. Ich mag solche Zeitsprünge, wenn sie sich in Grenzen halten. Mach, dass du hier rauskommst. Aber ich... Raus! Du hast genug Ärger gemacht für eine Nacht. Schön. Dann besorge ich mir meinen Wein neben anders. So, dann schauen wir mal. Kirschbombenköder benutzen. Haben wir sogar ausgewählt. Würde ich sagen. Den nehmen wir erstmal so weg. So, und wir sollen da hin. Dann locken wir die doch mal. Ach, das sind sogar immer gleich drei. Was war das? Das ist nicht dein Gebiet. Ist den ja gleich? Er hat sich eilig verzogen. Hast du doch nicht in Luft aufgelöst, oder? So, dann gucken wir mal. Lass mal gleich mal hier hoch. Hopp. Gleich mal aufs Dach. Wie ihr wisst, Dächer sind immer gut. Oh, da oben ist ein Scharfschütze. Aber der steht gerade andersrum. Zack. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen da stehlen. Auf jeden Fall erstmal runter. So, dann holen wir uns den ja gleich. Juste des faits, toujours les faits. Le tout pour moi d'une bouchée de pain. So, da steht der Nächste. Dann rennen wir einfach mal hin. Zack. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob oben einer ist. Zwei sogar. Oh, und eine Tür noch aufmachen. Schauen wir mal, wie schwer die ist. Oh. Eigentlich einfach, aber muss es erstmal das Timing erstmal hinkriegen. Oh, wir haben nur noch zwei Dietriche. Ja, haben wir locker. Locker flockig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, halt. Was verlangt ihr, Bürger? Ich verstehe. Das den Dicken so kriegen. Haben wir und den auch noch. Zack. Ja, dann würde ich sagen, jetzt stellen wir das Ding und dann das nenne ich eine Alki. Der klaut sich gleich ein ganzes Fass. Es war letzte Nacht. Vielleicht liegt sie noch dort. Ja, jetzt sollen wir da hin. Er scheint ja einen ganz schönen Absturz gehabt zu haben. Vor allem, wie runtergekommen das hier alles ist. Mann, Mann, Mann. Was verflucht der Tusch? Hörst du? Hey! Das gehört dir nicht! Haltet ihn fest! Er ist ein Dieb! Oh. Das hat er mir gestohlen! Da ist der Alki daneben. Gesprungen. Da la Tusch! So, haben wir den wenigstens schon mal zur Strecke gebracht im Suff. La Tusch! La Tusch!
Latouche, dieser mörderische Bastard. So, da hinten sehen wir schon, hier ist die Brauerei. Sieht aus, als hätte es hier einen Kampf gegeben. Ob er das war? Hm. Oh Gott, nicht ihr schon wieder. Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Nein, ich... Die Uhr meines Vaters, habt ihr sie gesehen? Hab ich nicht. Fragt doch die vier Männer, mit denen ihr euch angelegt habt. Idiot. Ups. Flashback. Pass auf! Tu das besser nicht, Junge. Leck mich, alter Mann. Tja. Will der denn? Sag, haben wir den ersten? Ja, Dreier gleich. Ui. Da hat er erstmal eine drüber gekriegt. Du, wo ist dein Meister? Ach, Scheiße. Nein, komm zurück. Wurde ja auch Zeit. Wo? Am Palast! Sie sind am Palast! Danke. Da kriegt er schon aus Prinzip gleich noch einer. Beute. Vergiftete Gegner. Ja, komm, wir gucken mal, was. Was, können wir gar nicht, warte mal. Das auch nicht. Ich dachte, man kann hier auch nach Fähigkeiten gucken. Was ist das denn? Ups. Na los, komm, gucken. Komm schon. Na komm. Put, 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 put. Feines Hündchen. Zack. Ja, ich sehe schon, wir sollten langsam mal Fähigkeiten freischalten. Sowas wie Vergiften zum Beispiel und so weiter und so fort.
Also 3. Da kommen wir nicht lang. Muss man ja die hier umbringen. Packt alles ein, Jungs! Besser als den Bauern ihr Kupfer zu stehlen. Okay, was ist den da? Und dann den am Fenster. Hier hinten war noch einer. Oh, oh. Das habe ich nicht geträumt. Für die Revolution! So, haben wir wenigstens einen weg. Hab dich! Er wird müde werden! Weiter! Da habt ihr euch aber einen Falschen angelegt. Ich werd nicht müde. Lasst euch nicht reinlegen! Achtet auf meine Falle! Ihr braucht nicht keine Gnade! Ihr wird langsam verwehrt! Seid keine Falle! So, zwei noch. Zeig euch nichts, nur kleine. Und da war es nur noch einer. Zack. In den Knöchel. Und bleib liegen, Trophäe bekommen. Hey. So, jetzt gucken wir mal, wer hier noch so auf uns wartet. Was hat er da los? Jetzt mal an. Seht euch das an. Selbst die Nachttöpfe sind aus Gold. So, erstmal die. Geh da hin, Alter, du Sau. So, jetzt ist er gestorben mit dem Schniebel an der frischen Luft. Kann man ja mal machen. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du hast die Diener. Am Palast. Wir müssen hier runter. Oder auch nicht. Von hier komme ich. So, hier rein. Wo komme ich von hier? Toter, also ist mein. Aber hier geht's auch nicht weiter. Ah, da haben wir's doch. Oh. Verräterischer Hurensohn! Du hast schon wieder Hurensohn genannt, Alter. Das mag ich ja so gar nicht. Stirb doch endlich. So. Jetzt haben wir wieder schön rotes Hemd. Das für einen echten Mörder gehört. War das eine gute Idee oder was? Zack, der erste. Würde ich sagen, erstmal gleich den Anführer. Oder auch nicht. Zum Teufel! Na gut, dann doch den zuerst. Und tschüss. So, und den Anführer.
schön stylisch. Ey, das war er gar nicht. Ha, optische Täuschung. Der Anführer steht nämlich da, aber der Kreis von dem Anführer war da drüber. Auf jeden Fall nach da draußen. Komm noch hier, doch hier. Da steht wieder einer. Teufel, ist das Nerz? Sieht so aus. Ah ja. Mein Junge. Ah, guck mal hier. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Tja, er kam leider nicht wieder. Und beziehungsweise nicht lebend. Ihn töten, aber... Guckt er? Guckt da weg. Okay, der läuft so seine Runden, dann plündern wir in der Zeit mal. Oh, Mais. Holen wir uns den da. Auf uns abgesehen, was? Wer hat gesehen, was hier los war? Niemand. Du bist eh der Nächste. Komm, lauf deine Runde weiter. Meine Ruhe. Ich will. Ich reiße dir deine freche Zunge raus. Wow. Ganz schön flink, der Typ. Zack. Die da hinten haben das natürlich nicht mitbekommen. So, hier haben wir jetzt unsere Uhr. Schöne Hallos. Arno. Ach was. Siehst nicht gut aus. Und du siehst aus, als wolltest du etwas von mir. Wie kannst du so reden, nachdem du einfach verschwunden bist? Du hast recht deutlich gemacht, dass du meine Dienste nicht länger benötigst. Lass das. Wage es nicht, so mit mir zu reden. Was soll ich denn bitte sagen, Elise? Verzeih mir, dass ich dich nicht sterben ließ?
Entschuldige, dass dein Leben mir wichtiger ist als der Tod von Germain? Ich dachte, wir wollten beide dasselbe. Was ich wollte, warst du. Ich ertrage es nicht, dass mein Leichtsinn deinen Vater tötete. Alles, was ich seitdem tat, geschah, um es wieder gut zu machen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert. Du bist doch hergekommen, weil du etwas willst. Was ist es? Paris steht vor einer Zerreißprobe. Germain hat die Revolution auf eine neue Stufe der Verderbnis geführt. Die Guillotinen arbeiten jetzt fast rund um die Uhr. Und was soll ich tun, um das zu ändern? Der Arnaud, den ich liebe, würde diese Frage nicht stellen. Du bist doch besser als das. Ich gehe zurück nach Paris. Kommst du mit? Eins muss ich noch erledigen. Nun gut. Ich kümmere mich um den Transport. Sei vorsichtig. Komm heil wieder. Ja, und damit haben wir am Tiefpunkt auch abgeschlossen. Leider die Herausforderung nicht geschafft, aber nun ja.